Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video beim Simson Doktor. Heute geht's um diese wunderbare grüne S51 und ich will euch mal zeigen, was hier so alles nach 40 Jahren an Verschleißsachen anfällt und was man wie da am besten repariert, denn ich sehe immer wieder viele Dinge, die vergessen werden, gerade wenn Leute hier ankommen, die sich frischen Moped gekauft haben, angeblich alles überholt, aber wenn man genauer hinsieht, dann doch irgendwie gar nicht. Genauso der Fall hier, beziehungsweise der ist jetzt nicht überholt worden, aber da hat jemand sein Moped rausgekramt, das 20 Jahre im Schuppen stand und wollte es jetzt wieder fahren und ist aber schlauerweise vorher noch zu einem Check zu mir gekommen. Und auch bei der Überprüfung ist jetzt so einiges aufgefallen, das nicht passt und das jetzt erneuert wird. Fangen wir mal an mit dem Offensichtlichsten, der Motor, der ist nicht drin, der wird nämlich gerade überholt. Aber noch viel wichtiger ist es, nicht nur der Motor selbst, sondern auch, wo sitzt der Motor denn drin? Der Motor sitzt nämlich nicht direkt im Rahmen, sondern hier in so einem Motorhalter. Und der hat hier unten einen Lagergummi. Und der Lagergummi, der ist hier in dem Fall jetzt, da ist der Deckel ein bisschen im Weg, völlig im Eimer. Also das Ding ist total platt. Das gibt es dann mal neu. Das ist so ein großer, runder Gummi. Der ist hier unten drunter. Den ersetzt ihr am besten mitsamt den Schalen und so weiter. Da gibt es ein Set. Und das ist dann eine super Sache. Dann hängt euch nämlich der Motor nicht nach unten, sondern gerade. Und ihr habt auch kein Problem mit der Kette hinten, dass sie irgendwo reibt, zum Beispiel an der hinteren Schwinge. Ja, und das zweite und aber auch mindestens genauso wichtige ist zum einen hier dieses Lager, dieses Motorlager da, das sich hier so rauspopelt. Ihr seht, man kann es schon komplett rausziehen, also das ist völlig im Eimer. Und das, was ihr hier nicht mehr seht, nämlich die Schwinge, die habe ich schon mal vorbereitet und zeige ich euch auch gleich. Aber nicht nur die Schwinge, auch die Stoßdämpfer haben Lager. Und zwar hier seht ihr es, an dem Stoßdämpfer hier kann man ganz gut angucken. Hier sieht man, auch ein bisschen scharf das Ganze hier. Das war mal ein Gummilager, aber das ist halt schon völlig im Eimer, ist zum einen schon nach oben gewandert und zum anderen schon total bröselig. Also das gibt es dann auch mal neu, beziehungsweise hier haben wir uns dafür entschieden, gleich die Enduro-Dämpfer einzubauen. Das ist in dem Fall dann die schlauere Variante. Ja, hier seht ihr es auch auf der Seite, der ist auch schon ziemlich abgenutzt, stellt gerade nicht so wirklich scharf. Ja, genau. Ansonsten hier hinten, der Kettenantrieb war auch raus, beziehungsweise ist raus. Und den seht ihr jetzt hier hinten, da so provisorisch einmontiert. Ich habe nämlich da ein neues Lager eingebaut. Denn diese Lager hier, ihr seht, jetzt ist das Ganze wieder fest. Die gehen auch oft kaputt, sind oft abgenutzt, obwohl hier die Kettenräder selbst noch gut sind. Sind die Lager oft im Eimer, weil die Leute entweder vergessen, die zu schmieren oder weil einfach zu viel Kettenspannung drauf war und dadurch das Lager Schaden genommen hat. Also hier immer darauf achten, die Dinger kann man ganz einfach tauschen und ihr seht, ha, so läuft es wieder ohne Nebengeräusche und wunderbar. Aber warum ist die Schwinge hier eingespannt? Nämlich, weil ich euch was zeigen will. Ich will euch nicht nur zeigen, hier beispielhaft einen Enduro-Dämpfer, bei dem auch die Lagerung fällig ist. Also das Auge gehört in die Mitte und nicht nach oben. Also hier auch einmal auspressen, neues Lager rein und dann wunderbar. Nein, ich will euch zeigen hier diese Achslagerung. Und zwar einmal hier, stellen wir mal scharf. Guckt mal hier, das ist antriebsseitig. So sieht das nämlich aus, wenn das viele Jahrzehnte in Betrieb war und nie getauscht wurde. Also das Ding wandert dann hier zu einer Seite und der Gummi ist komplett fertig. Also das tauschen wir komplett. Auf der anderen Seite sieht es ein klein wenig besser aus. Aber trotzdem, das ist 40 Jahre alter Gummi, das wird getauscht. Zumal das Moped hier eventuell auch ein bisschen schneller fahren soll, als es vorher getan hat. Deswegen tauschen wir nämlich hier gleich nach Polyamid. Das sind die Kollegen hier, das sind Polyamidbuchsen. Das ist extrem fester Kunststoff. Damit rüttelt und wackelt da hinten nichts mehr. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr fest. Also der Fahrkomfort leidet ein klein wenig dabei, aber die Präzision steigt. Dann für das innere Motorlager haben wir den Gummi hier. Ich habe euch mal die Tütchen hingelegt, damit ihr die Bestellnummern seht. Also das hier ist dieser Gummi und das da ist die Polyamidbuchse.
Aber achtet bitte darauf, dass die inneren Metallboxen auch noch gut sind. Denn wenn die nicht mehr gut sind, dann bringt euch selbst das beste neue Lager nichts. Jo. Das Ganze hier wird ausgepresst und wieder eingepresst. Da gibt es ein spezielles Werkzeug dafür. Das könnt ihr euch besorgen. Man kann das gewiss auch mit Nüssen und einer Gewindestange machen. Aber mit dem Werkzeug ist es ein bisschen einfacher. Ja, so viel eigentlich schon für heute. Das wollte ich euch nur gezeigt haben. Hier vorne ist übrigens auch, ne, also guckt mal hier, der Simmering ist noch original und alt, der wird auch getauscht und jetzt habe ich es schon abgewischt, aber da kommen auch Öl raus, also das gibt es auch neu und die ganze Gabel liegt auch sehr tief, wenn das Moped eingefedert ist, also gibt es hier auch neue Federn, damit man wieder auch als normal hoher Mensch ordentlich mit dem Ding fahren kann. Jo. Genau, so viel für heute. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch ein Abo oder ein Like da und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald es hier mal wieder was Neues gibt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.